Wir kommen zu unserer Nominierung für den heutigen Tag, meine Damen und Herren. Einen jungen Herrn, den wir Ihnen letzte Woche schon mal gezeigt haben. Wir wollten ihn eigentlich hier im Studio haben, aber er ist zu jung. Er darf nicht hier sein, denn er ist noch zu jung, um diese Zeit im Fernsehen aufzutreten. Ich zeige Ihnen mal kurz, wie das war bei 9 Live. Hallo. Hallo, hier ist der Thomas. Thomas, wie alt bist du, Thomas? Ich, 29. Das glaube ich dir nicht. Wann bist du denn geboren, Thomas? Okay, ich bin 11. So, das war der Thomas. Und jetzt... Dann hat Alida... Hat Alida ihn natürlich entdeckt, dass er weit jünger ist. Und schauen Sie, wie er dann reagiert. Du darfst nicht spielen, du bist zu jung, wirklich. Das tut mir leid. Okay, Thomas, mach's gut. Leg mir den Arsch. Und deswegen, meine Damen und Herren, nominiert für den Rat der Woche ist Thomas. Und ein tolles Telefonat. Das ist ein tolles Telefonat mit Alida bei 9 Live. Und er kann leider nicht hier sein, denn er ist ja erst 11. Er darf ja noch nicht hier sein, meine Damen und Herren. Aber ich kann ihn anrufen. Ja? So, dann rufe ich jetzt mal den Thomas an. Wir haben nämlich seine Nummer rausgefunden. Und dann will ich ihn mal fragen, wie das alles so zustande gekommen ist. Also, muss ich eine 0 vorwählen? Ja, ne? Okay, es klingelt. Ja, hallo, Stefan Raab hier. Hallo. Hallo, Thomas. Ja. Na, wie alt bist denn du? Jetzt bin ich 12 geworden. 12 geworden? Ja. Wann denn? Am 14.06. Am 14.06.? Ja. Ach so. Sag mal, als du mit Alida telefoniert hast, ne? Ja. Da hast du dir ja gesagt, du wärst 29. Ja. Ja, und? Ja, ich hab ein bisschen gelogen. Ja. Hast du denn nicht gedacht, dass sie eh darauf kommt? Vielleicht wegen der Stimme und so? Nein. Weißt du nicht? Was? Ich hab's gar nicht verstanden. Ach so, du hast gar nicht verstanden. Hast du denn zugehört? Nee. Ah, gut. Hast du nicht gedacht, dass sie das eh merkt, dass du nicht 29 bist? Weil deine Stimme klingt ja noch jung. Nee, hab nicht gedacht, dass ich noch... Kannst du die Stimme denn nicht verstellen? Ne? Oder ein bisschen. Mach mal. Hallo. Ja. Ja, so wäre es vielleicht besser gewesen. So, jetzt hast du ja nicht mitspielen dürfen. Am Ende hast du dann aber, warst du sauer, oder? Da hast du ja ganz schön heftig reagiert, oder? Ja. Sagt man denn sowas? Ja. Was? In welche Klasse gehst du, Thomas? Jetzt komme ich in die 7. In die 7? Ja. Ja. Also dann benimm dich mal in Zukunft ein bisschen besser. Ja. Wenn du mit der Alida telefonierst, versprichst du mir das? Ja. Was pustest du ins Telefon? Was? Warum du ins Telefon pustest? Ich hab nicht gepustet. Aha. Also versprichst du mir, dass du wieder brav bist in Zukunft? Ja. Ja? Ja. Dann kriegst du vielleicht den Rab der Woche. Ja. Ja. Findest du geil, oder? Ja. Gut, alles klar. Dann tschüss. Ja, tschüss und leck mich am Arsch. Was ist das?